Lass mich auch live gehen. Ja, mach. Ich erzähl meinen Leuten. Sag jetzt. Dann sagst du das nochmal, was du alles gesagt hast. Barello. Leute. Ist ja nicht so, dass er denkt, ich hab kassiert oder so, ja? Erzähl, was Sache ist, ja, wallah. Ich bin reingegangen in die Wohnung. Und dann war Party. Und das können die auf Instagram sehen. Ich kann, Leute, wenn ich das hier erzähle, ich erzähl, oder? Ich erzähl, wie es die Wahrheit ist. Ja, ja, erzähl du. Ohne diese Filme. Natürlich, ja, okay, du bist krasser als ich. Du machst MMA. Ja, dann kennt mir dein MMA-Fighter. Leute, guck mal, ne? Ich hab ihn beleidigt. Ich hab ihn erstens beleidigt, ne? Sag ich euch ehrlich. Ich hab ihn beleidigt wegen Dude, weil Dude. Assalamu alaikum, Bari. Assalamu alaikum. Komm, salam. Guck mal, Papari, ja? Alles, was gerade passiert ist und so, ne? Dieser Stress und so. Was gerade passiert ist, alles wegen Dude. Ja, man tickt nicht mehr richtig, oder seid ihr behindert, oder was ist das? Der hat zwischen uns Fitner gemacht und schlecht geredet gegenseitig die ganze Zeit. Der hat sich bei mir entschuldigt gerade. Nochmal? Was hab ich dir gesagt, Umut? Arafat, Bruderherz, das ging nicht mehr. Der hat zu viel gesagt, zu viel Ehre, zu viel Stolz und so. Du hast keine Ehre, du hast keinen Stolz. Papari! Zeig mir dein Gesicht. Andere Seite. Was denn? Zeig andere Seite. Papari! Ist nichts passiert. Wallah, ist nichts passiert. Nicht, dass du denkst, ich hab kassiert oder so. Wallah, erzähl die Wahrheit. Erzähl doch. Erzähl die Wahrheit, wallah. Was soll ich erzählen? Der hat mich wie eine Katze gekratzt hier. Guck mal. Nein, ich schwöre nicht gekratzt. Wallah, Papari, ich erzähl dir die Wahrheit, ne? Kann sein, dass er Stecker ist 1 gegen 1, ne? Ich geb zu. Aber ich schwöre auf alles, Papari. Wallah, hat mir einen hat er mir gegeben. Wallah, wieder, ich lag dann so, hab ich ihn hier gepackt. Wallah, wieder hab ich versucht dann zu geben. Ich schwöre auf alles. Wallah, Papari, denk nicht, ich bin gegen einen Lachen. Ich habe euch eine Frage an euch. Ja. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gegeben? Seid ihr zufrieden? Also, ich habe ihn auf jeden Fall mehr gegeben als er mir. Ja, ich spielt keine Rolle, wir machen hier keine Eierverlängerung. Ja. Habt ihr euch jetzt gegenseitig gegeben? Hat sich der Weg nach Hannover gelohnt? Also, für mich schon. Ich habe eine Entschuldigung bekommen, was ich haben wollte unbedingt. Der hat mir in die Augen geschaut und hat sich entschuldigt. Wisst ihr was? Dann könnt ihr euch nächste Woche den Weg machen nach Berlin. Dann? Alles weitere in Berlin dann, weil ihr so zwei Männer seid. Was sollen wir machen? Wallah, ich komme. Wallah, Papa, ich komme. Wallah. Ich komme auch, aber was sollen wir da machen? Dann will ich sehen, wie ihr euch beide schlägt. Jetzt seid ihr ja Freunde, ihr könnt euch ja. Ja, ja, Wallah, wir kommen. Beide nach Berlin gehen wir. Ja, okay. Mann bist. Wallah. Dann gib dein Wort, dass du kommst. Wallah, ich komme. Freitag, ne, Papa? Wallah, ich komme. Okay. Nächste Woche. Nächste Woche Freitag oder Samstag? Nein, nächste Woche sind wir in NRW mit Barello, aber ey, bist du jetzt wirklich nach Hannover gefahren? Ist das? Ja, ich bin hier. Und wie wusstest du, wo er wohnt? Wie bist du reingekommen? Ja, ich habe schon seine Adresse gehabt, schon. Vor ein paar Monaten schon. Dudi oder jemand hat ihn erzählt, wo ich wohne. Ich schwöre. Er hat die Tür leicht aufgemacht, der Rest war Kinderspiel. Aber seine Familie lebt doch da. Ich bin alleine. Lebst du alleine? Ich bin meistens alleine, ja. Und der Typ hat eh keinen. Ne, ich meine so, den interessiert eh, ob ich mit Familie wohne oder so, ja. Den interessiert nichts, wallah. Das hätte mich bis irgendwann schon interessiert, aber ab irgendwann. Der hat mich auch verarscht hier in der Stadt. Der kommt dahin, kommt da, ich geh, der geht immer irgendwo anders hin. Ich habe, glaube ich, 3 Kilometer bin ich gelaufen, glaube ich. In Berlin kennen wir das, Papa. Ich bin sprachlos. Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Ich hab ihm gesagt, du brauchst nicht zu kommen. Jetzt habt ihr euch geschlagen, jetzt seid ihr wieder cool miteinander? Ja, cool, ich habe eine Entschuldigung bekommen und wenn wir das weiter klären sollen, dann klären wir in Berlin. Wir haben uns nicht geschlagen. Warum hast du ein blaues Auge oder ein rotes Auge? Hab ich nicht.
Sag doch die Wahrheit wenigstens. Ja, was denn? Hab ich dir keine gegeben. Hab ich nicht gescheit getroffen. Ja, sag, was, ich hab dir gar keine gegeben? Du hast mir auch natürlich. Du hast mich hier gepackt so, aber schau aber mal dein Auge an. Ich spiel keine Rolle, wallah. Weißt du, wer hier jetzt noch fehlt? Cordibo. Wo ist Cordibo? In deiner Rose. Ich weiß nicht, ja, wallah. Er hat ein rotes Auge und sagt, bitte jeder eine Rose. Du hast doch wohl nicht alle Tassen im Schrank, Alter. Aber Umut. Ja? Charla, wenn du nächste Woche in Berlin bist, kannst du dir aussuchen, welches Ohr ich dir langziehe, rechts oder links? Ich werde da sein, auf jeden Fall. Garantie wird ein Ohr langgezogen, weil ich habe dir gesagt, du sollst nicht entfernen. Aber darüber will ich jetzt nicht hier mit dir sprechen. Es war einfach zu viel, Jan. Ich musste es riskieren, von dir Ärger zu bekommen oder so. Ja. Sogar mit rotem Auge bist du am Betteln? Wallah, ja, die Lage ist ernst, der bettelt immer noch. Aber in der Kamera hat er sich schon gut entschuldigt, wir haben Khair gemacht. Wir wollten einfach nur kurz für die Leute. Aber. Ihr streitet euch, ihr beißt euch, ihr vergiftet euch. Und dann kommt ihr live in die Kamera? Ja, also keine Ahnung, er wollte, dass wir das auch im Live so klären und dies und das. Ich muss Ibo mit reinholen, ich kann das nicht glauben. Achso. Brich Matchup. Der soll reinkommen. Na, dann geh ich hier auch. Ja. Ibo ist kein Bleib. Leute, auf Umut BXNG auf Insta könnt ihr das ganze Video anschauen. Aber warum musst du so ein Video jetzt posten? Ist halt so. Was postest du? Mein Video. Was für ein Video denn? Wie wir den packen. Papari, sag ihm bitte, er soll löschen. Wallah, wenn er Respekt vor dir hat. Umut. Das löschst du wirklich, aber jetzt ja, okay? Darüber brauchen wir nicht reden. Ich hab dir gesagt, ihr kommt nach Berlin, alles Reste klären wir da. Aber fang keine Videos an zu machen. Okay, Umut? Wir reden privat dann, inshallah. Okay, Umut. Wir reden privat, inshallah. Ich mach gleich privat richtig hier. Ja, okay. Keine Videos, tamam? Der ist nicht da. Wer ist live bei euch? Keiner. Umut, hast du jetzt Spaß bei sein? Hast du Video hochgeladen? Ha? Er hat nicht, glaube ich. Hast du auf Instagram?